Tour LPLS und Tour Volume 3.1. Ja, wir sind auf dem Weg wieder zum Haribo-Land, Haribo-Werk, ja. Mit mir sind immer noch dabei Shelly und Hardstyler. Ich bin gerade am Fahren. Und ja, wir müssen mal gucken, wir haben es ja gestern nicht geschafft. Das heißt, wir versuchen das heute ganz human zu erledigen. Wir sind noch früh am Tag. Wir haben es nämlich 12.26 Uhr, ja. Also noch früh am Morgen. Und wir hoffen, dass wir keinen Stau haben. Ich würde sagen, dann erstmal bis später. Okay, tschüss. Tschüss. Check out. Und viel Straße, so wie bei uns auch und bei euch auch, so wie ihr es kennt. Wir haben es noch circa 2 Kilometer, dann sind wir am Haribo Hauptquartier. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir da filmen dürfen. Wir müssen mal gucken. Und die anderen beiden sind auch gespannt, denke ich mal, was uns da erwartet. Ja. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Yummy. Yummy. Guck mal, Mini-Hund. Mini-Hund ist da drin. Wie, wie, wie? Ja, den Hals von deinen Frauen. Nee, hier. Ach nee, ach nee. Ach, ich hab gedacht, da sitzt ein Hund. Das ist eine Frau. Was ist das für eine Kirche da in der Mitte an der Ampel? Und was ist das für eine komische U-Ampel? Was ist das? Wo sind wir? Voller Victory-Zeichen hier. In Bonn liegen komische Leute. Guck mal, hier ist das ist übrigens die Kirche von Bonn. Ja? Falls ihr die gesetzt, das war übrigens die Kirche von Bonn. Nein! Ich komme mit meinen Armen hin hoch. Frisch ausgebaut. Da ist übrigens das Haribo-Werk. Da kann man vielleicht mal kurz drauf filmen. Es wird gerade frisch ausgebaut. Ganz oben mit dem kannst du am besten zoomen mit dem Finger. Kannst näher ranzoomen. Wo? Nach 30 Metern haben Sie das Ziel auf der rechten Seite erreicht. Sie haben das Ziel. Gibt's doch gar nicht. Haribo, mach kein Alter. Zieh dir doch eine Mütze an. Ist das voll oder meine ich das nur?
Ani. Als Gummi, ja. Fruchtgummi-Fan, aber Schwarzenegger. Ob sowas aber irgendwann mal von mir gibt? Nix als Haribo. Der Gummibärenspender. Neue habe ich in die Umhängetasche. Übrigens, das ist das Haribo-Memo-Spiel, das nehmen wir mit für die Rückfahrt, damit wir ein bisschen was zu spielen haben. Ja. Und wir nehmen noch ein Puzzle mit. Das ist meine Trinkflasche, die habe ich immer bei den Let's Plays immer mit dabei. Ja, da trinke ich daraus immer. Das ist übrigens meine neue Flasche, die ist nicht mehr braun, die ist jetzt silber. Ja. Und falls du es nicht mehr auf die Toilette schaffst. Genau. Stell ich überall immer hin, sofort. Übrigens mein neuer Let's Play Platz. Ja, da nehme ich jetzt demnächst die neuen Let's Plays auf. Gibt's auch schon das neue Spiel Detektiv? Ja, Natur. Für einen Zehner? Für einen Zehner könnte mir eigentlich die Grüße, die nehme ich mit. Das trage ich dann in der LPLS dann. So im Stream. Oder in Blau. Aber Blau, nee, ich bin so. Ah, guck mal, mein Freund ist wieder da. Oh, der kostet 23,50. Boah, Wahnsinn. Achso, haben ganz vergessen. Das ist für die Frau. Nur für die Frau. Nein, das ist wieder. Oh. Hallo, ich bin der Pedobär. Alles klar bei dir? Schön, dass du da bist. Lesen wir heute, hallo liebe Kinder, lesen wir heute aus dem Mal- und Rätselspaßbuch. Vollkommen überfordert. Heute sind wir hier, wenn du den Fußspuren folgst, findest du heraus, was? Wer was essen möchte. Oink, oink. Moment. War da noch eine Geschichte? Finde den Fehler. Könnte ich mal... Ja, Sonne ist weg. Moment, was haben wir denn noch? Ah, hier. Die Farben sind unterschiedlich. Warte. Okay, das reicht. Oh, warte. Dann hier. Ach Gott, das ist ja ein Riesen. Ich wäre total überfordert damit, glaube ich, wenn ich das lösen. Ich glaube, nee. Ich glaube, da nehme ich mir lieber hier dieses Mensch, ärgere dich nicht, Haribo mit. Das ist da. Für die Rückfahrt ist das ganz cool. Ich spiele mal auf der Rückbank. Wer fährt? Ich hab so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst. Überall dieser Pedobär hier, der mich verfolgt. Er hat auch so einen komischen. Bester Freund. Müssen wir beerdigen, müssen wir mitnehmen. Das ist übrigens der Kopf, der bei Outlast mal ans Bild vorbeigeschwebt ist. Das ist sehr. Lalalalalala.
Ja, wir haben gerade ein kleines Problem. Wir finden unseren Wagen im Laden leider nicht mehr. Wir gehen mal ein bisschen auf die Suche. Kommt mal mit. Da ist er! Oh Mann. Und wir laufen auch noch zweimal dran vorbei. Was haben wir denn schon? Finish. Ja, dann würde ich sagen, auf zur Candy Bar und dann grabbeln wir ein paar Süßigkeiten ab. Packt die Packen Ärschen ein. Ja, Packen Ärsche. Ein Ärsche, so wie der eine vor der Kamera steht, das ist auch so ein Arsch. Warte. Ja, genau. Achso. Leuchten? Nein, das ist nicht Leuchten. Die Schlümpfe, die urinieren in die Mütze. Das ist jetzt neu. Das wussten wir gar nicht. Brauner Gargamel. So, hab ich. Hey. Super. Sascha. Hier. Rassentrennung. Stimmt, Rassentrennung. Oh. Oh, da ist noch ein Roter. Der muss ins... So, und hier haben wir jemanden bei einer, ja, bei der Jagd nach Nahrung eine Verletzung. Das ist unglaublich. Medi Shelley ist auch zur Stelle. Und schon ist das Problem gelöst. Sehr schön. Den
Hallo, liebe Kinder. Ich habe euch doch was mitgebracht. So viele leckere Sachen. Die werde ich alle vernaschen in der Let's Play Live Show. Nein, Quatsch. Wir haben alle nächsten zusammen. Freitag. Genau, nächsten. Ja, genau. Jetzt Freitag oder nächsten Freitag. Ich weiß ja nicht, wann ich das Video fertig mache. Ja, mal gucken. Davon werde ich wahrscheinlich rund und dick und vor allem auch von. Das ist übrigens meine Tüte. Ja, das. So, und jetzt? Ich schäme mich schon ein wenig dafür, dass ich diese Tüte mitgenommen habe. Achso, und übrigens hier, den werde ich mal zeigen in der LPLS. Den werden wir wiedersehen. Vielleicht ist das ein neues Maskottchen, mal gucken. Aber ist ja schon Haribo von jedem. Wir haben ja eins. Musst du rüberkleben, Haribo. Genau, mach ich einfach so weg und dann mache ich einfach LPLS-Bär. So. Dann schauen wir mal. So, Ab geht's zur Kasse? Ja, zur Kasse. Wurm getreten. Die Krellen als Ups. Den Teddybär aufgenommen, wo du den Knöpfchen drücken kannst. Ne? Da sagt er erstmal: Hallo, ich bin. Der Haribo-Bär. Müsste man normalerweise drunter sagen: Der Bio-Bär. Nachschub. So, sind wir fertig mit Haribo. Jetzt fahren wir noch zum Shop, Haribo-Shop. Der ist gar nicht so weit weg, habe ich mir sagen lassen. Das ist die nette Dame da, die gerade an der Kamera ist, die weiß es wohl besser wie ich. Ich habe keine Ahnung, wisst ihr, ich habe eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Und dann sehen wir uns ja gleich wieder. Bis gleich. Hallöchen, wir sind wieder zurück vom, von unserer Haribo-Tour. Ihr seht, wir haben fleißig eingekauft. Ist nicht alles meins, aber alles meins. Alles meins. Ja, den Haribo-Bär, den habe ich mir gegönnt, ist auch meiner. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich jetzt schon alles gesehen haben. Wir verabschieden uns von euch für ja, diese Tour, diese LPLS-Tour, die ein bisschen größer geworden ist. Ich hoffe, hat es euch gefallen. Und wir sehen uns dann ja demnächst mal irgendwann wieder, wenn wir wieder so eine Tour machen. Macht's gut, tschüss!